Und, läuft die Kamera an? Ja. Okay, passt. Die Frage der Frage von heute ist, bin ich durch Brokkoli so vergesslich worden, dass ich meinen Van hier im Kiez nicht mehr finde? Oder ist es wirklich so, dass ich abgeschleppt worden bin? Wir gehen auf der Suche nach meinem Van. Den habe ich erst seit 3 Tagen. Das ist so eine weirde Situation. Das Lustige ist wirklich, ja, dass ich hatte ja schon mal 2 Wohnmobile. Und durch diese Wohnmobile hatte ich halt auch nur Ärger. Also wirklich immer Ärger. Und ich wurde da auch 1, 2, 3 Mal abgeschleppt. Einmal konnte ich es verhindern, dass er wirklich abgeschleppt wird. Aber 2 Mal wurde ich wirklich vom Platz verwiesen, so von A nach B gebracht. 600 Euro. 600 fucking Euros. Also wirklich unglaublich viel Geld. Ja, Schillerpromenade. Hier soll er irgendwo stehen. Wir schauen jetzt mal. Kannst du mal hier so ein bisschen, wenn du Bock hast, das filmen gerade. Also, er hat gesagt, Schillerpromenade 38. Es ist ein roter Van. Also, hier sind schon ganz schön viele rote Autos. Da ist die 31. Puh, keine Ahnung. Also, ich meine, der war da hinten, wo ich ihn hingestellt habe mal. Aber ich habe keine Ahnung, Leute. Ein roter Van, 38. Was haben wir denn hier für eine Nummer? Egal, wir gehen mal hier rüber. Lass den mal durchfahren. Ich hoffe, 38 geht hier weiter. Ey, Leute, das ist so weird. Kaufst du dir einen Van und dann vergisst du, wo du ihn abstellst. Und dann bist du 3 Tage nicht in Berlin, dann wirst du vielleicht abgeschleppt und dann wird er woanders hingebracht. Dann wird er woanders hingebracht so und dann findest du ihn nicht. Hier ist die 11, nein, hier ist scheiße. Alter, okay, fuck, Alter. Ah, ist das herrlich. Also, da hinten ist auf jeden Fall der Markt. Das bedeutet, alter Schwede, ich weiß es wirklich gar nicht. Ich weiß es absolut nicht. Also hier werden die Zahlen niedriger. Ich meine, da war eine 8 dabei, eine 18, 28. Und es war nicht die Straße, wo die 8 ist, weil das wäre ja jetzt hier das nächste Haus. Also hier stand der nicht. Wir müssen weiter hier runter. Oh je. Ja, das ist halt, wenn so viele Autos hier im Kiez stehen du, und nicht abends das Auto abstellst, du nicht checkst, welche Straße das ist und du einfach weiter nach Hause gehst. Einfach zack, bam, zack. Und dann gehst du einfach und vergisst es einfach. Ich habe auch schon mal vergessen, dass ich ein Auto hatte. Ohne Scheiß. Da kam monatelang, stand das da rum und Leute haben mich gefragt und dann irgendwann fiel mir ein, ich habe ja noch ein Auto, stimmt. Und dann bin ich zum Auto und habe das mal abgecheckt. So. Also von daher. Aber was wir halt machen könnten, wir könnten halt die Post, da ich bekomme noch das Paket, aber naja, wir schauen kurz mal hier die Straße entlang, ob der Van hier steht, weil da haben wir eh LKW-Probleme, der fährt rückwärts und alles, das hat eh keinen Sinn. Ey, das gibt's doch gar nicht, Alter. Meine Fresse. Wir wollten zum Van und dann da mal ein bisschen schauen, so, ne? Mal gucken, wie das da ausschaut, wir haben jetzt schönes Licht. Ja, tja, was für eine Nummer haben wir hier? Hier ist die 13. Alter Schwede. Da. Ah nee, das ist nur eine rote Schrift. Alter Schwede, wo ist der Wagen hin? Also das war's halt auch mit dem Kiez, glaube ich, oder? Wo ist denn die 38 oder die 28? Weil da hinten ist das schon wieder fertig. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, komm, was ist das hier für eine Straße? Allerstraße. Ey, wir müssen mal ein bisschen schauen. Vielleicht, das gibt's doch gar nicht, Alter. So, ich schau jetzt hier mal kurz rein. So, 6 Minuten zu Fuß, sagt man. Oh, es ist doch in die Richtung, aber dann noch hinten weiter raus. Weil hier ist vorbei. Da ist dann nichts mehr, da kommt nichts mehr. Das heißt, wir müssen doch in die Richtung. Guck. Weil da ist der Kreisel, daran erinnere ich mich. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann da irgendwo noch abstellen, also wo ich ihn da abgestellt habe. Deswegen, wir gehen da mal rüber. Ah, Jesus. Ohne Scheiß, 2016 war das, hatte ich diese Wohnmobile. So weird. Hier liegt einfach eine Knarre. Krass. So weird, Leute, da hatte ich einen Ford Transit Wohnmobil Alkoven aus 1982. Eine super Rarität. Ja, und diese Rarität habe ich dann auch nur ein halbes Jahr besessen. Und habe sie dann wirklich an einen Polizisten verkauft. Der war richtig happy darüber, weil es echt eine Rarität war mit H-Kennzeichen und allem Pipapo. Und deswegen
Ja, habe ich jemanden Clappy gemacht und mir Shatter gestört. Der war zweimal abgeschleppt worden, einmal konnte ich es verhindern. Es war einfach schrecklich, so wirklich. Und das waren auch Preise, 600 Euro, 400 Euro. Ey, das war so nervig, wirklich. Soll ich den kurz fragen, den DHL-Mann, ob der mein Paket hat? Weil dann kann er das mitgeben. Komm, ich mach das kurz. Oder fällt er weiter? Ah, nee, doch nicht. Oh, scheiße. Wir sind nämlich gerade rausgegangen, wo noch Anzeige kam, so drei Stopp, dann kommt dein Paket. Und die anderen brauchen so ein Passwort dafür, weißt du? So. Gehen wir mal weiter hier die Straße entlang. Also da hinten kommt auf jeden Fall die Ecke, wo ich den nachts abgestellt habe. Daran erinnere ich mich noch so vage. Aber da ist er halt auch nicht. Das ist halt echt kacke. Da kommt nochmal DHL. Es geht nicht ab. Ja, scheiße ist das, echt. Scheißendreck ist das. Naja. Vielleicht ist auch alles ein riesen Bluff und es gibt gar keinen Van. Und ich bin paranoid und habe eine Schizophrenie entwickelt und ich mache einfach irgendwas, weil mein Körper und mein Geist sich getrennt haben. Deswegen. Ja. Ja, ich ärgere mich. Soll ich jetzt noch. Ja, der wird jetzt da hinfahren zu uns. Scheiße. Soll ich denen das Passwort schicken? Was soll ich machen? Das ist immer so madig, wenn du dann wegen dem Paket wieder zur Paketstation. Wir müssen eh gleich eins abholen. Aber das ist ein cooles Paket. Das ist die Insta 360. Kennst du die? Ja, die habe ich schon mal gehabt und ich habe sie nicht verstanden. Alter, da erinnere ich mich. Da habe ich schon abgestellt. Genau, da wo die Graffitis sind. Komm, wir gehen da mal hin, gucken die Schilder mal an. Komm, wir checken mal die Schilder ab. Weil da stehen ja jetzt Autos. Und was habe ich da? Weil da steht ja nicht mehr da. Jesus Christ, alter Schwede. Also, hier ist schon mal Halteverbot. Donnerstags 10 bis 21 Uhr. Samstags 6 bis 20 Uhr. Ja, super. Ja, natürlich, da stand ich. Ja, Leute, also hier stand ich. Das erinnere ich mich. Doch, das also ich erkenne das Schild nicht, aber ich erkenne das hier. Fuck. Genau da stand das. Ja. Ja, also, dann gehen wir mal einmal hier um den Block, schauen mal rum, ob er abgeschleppt worden ist und irgendwo abgestellt ist. Ich werd wahnsinnig, ehrlich. Krasser Scheiß. Da hinten ist irgendwas Rotes. Boah, ist das windig. So. Durch den Schlamm kämpfen hier. Alter, da steht er doch. Schau mal, der Rote doch, da ist er doch. Krass. Dann haben die den hier hingebracht, oder was? Alter Schwede, wie haben die das denn geschafft? Da wäre ich aber gern dabei gewesen. Wie schleppt man ein Fahrzeug ab? Schreibt mal in die Kommentare, wie geht das? Ohne Scheiß, Mann. Wie transportiert man sowas, wenn... Ich habe das nie verstanden, wie das geht. Weil die Reifen drehen sich ja nicht mit. Alter, da steht er einfach. Ja, Mann, Killer. Also, war doch eine True Story. Da steht er, fett. So, welcome to my castle. Alter Schwede. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf, dass wir hier mal ein bisschen Platz haben. Weil diese Winterreifen, die müssen noch in den Keller, aber nicht jetzt. Deswegen machen wir die aufeinander, dann haben wir nämlich da den ganzen Platz frei. So, schauen, wie die eigentlich eingepackt sind. Och, krass, ich habe Sommerreifen und Winterreifen, eigentlich brauche ich gar nicht. Ich brauche eigentlich nur Allwetterreifen.
mal. Alter, was geht? Ja, ja, mach. Okay, und zwei, eins, zwei, drei, vier Pfannen. Okay, zwei Töpfe und vier Pfannen. Das, dann sollte man, das kann man ja umklappen, aber dann, wie mache ich denn das jetzt? Diese scheiß Reifen gehen einen auf den Sack. Kriegst du die Reifen weg jetzt? Wie kriegt man diese Reifen weg? Soll ich einfach verkaufen? Ich brauche die doch gar nicht. Die werden doch sofort abgeholt. Das sind nagelneue Reifen. Was kriegst du denn dafür? 200 Euro pro Reifen, 150? Winterreifen. Ich werde doch eh nur im Sommer Reifen fahren. Und ich hatte das schon mal, das Problem. Ich habe den Volvo, da habe ich auch noch Winterreifen bei meiner Ex-Freundin liegen. Seit 2015 bei ihrer Mutter in der Scheune. Weil man... Nee. Wenn, dann würde ich mir auf die Sommerreifen Schneeketten draufziehen, weißt du? So, wenn ich dann in Norwegen im Winter wäre und da liegt Schnee. Ja, das ist ja auch legal. Bitte? Das ist ja auch legal, nur in Deutschland nicht. Schneeketten? Ja. Ach, darf man gar nicht fahren? In Deutschland überhaupt nicht, das ist... Okay, ja, aber im Winter, ja. Bußgeld verbunden. Echt? Ja. Ach krass, okay. Norden, Schweden, Finnland, Dänemark. Schweden, Finnland, also nur in den Winterländern wirklich? Überall, also da darfst du es machen, nur in Deutschland nicht. Okay, ja, okay, krass. Ja, okay, so viel haben wir ja auch nicht. Wenn man dann über die Grenze ist, dann könnte man einfach sagen, okay, jetzt packt man die Schneeketten rauf. Und man muss auch sagen, Schneeketten sind da aber auch wieder nur so dann vom Vorteil, wenn halt viel Schnee liegt und fester Schnee oder Eis. Sonst bringt es okay, auch nicht. Okay, okay. Ja, krass. Ja, also man könnte echt mal Fotos kann man ja mal machen. Also ich brauche nur ein Foto von einem Reifen und dann mache ich davon vier Stück, die sind neu. Vielleicht von dem nachher und dann stell die mal ein, weil vielleicht kommt die einer abholen für. Was sind denn Winterreifen so wert? 150 pro Stück? Lass mal schauen. Winterreifen T5. So. 350 mit Felge, okay, das habe ich aber nicht. 415 super Winterreifen, 300 Euro, okay, also sind es nur 80 Euro, 60 Euro pro Stück. Viermal sind 240, sagen wir 300 Euro sind das, okay, naja, gut. Da gibt es welche für 200, okay, machen wir mal Berlin. Ah, guck, Berlin schon andere Preise, 500, 700, 900, weil halt auch weniger Angebote. Sind nur 19 Winterreifen im Radius von 15 Kilometer für den T5 im Angebot bei eBay Kleinanzeigen. Das ist nicht viel, deswegen. Okay, kann man mal machen, aber sonst ist schon, die in den Keller bringen, dann liegen die da auch rum. Ich weiß nicht. So, ah genau, das ist noch eine Ersatzmatratze, ja. Die, genau, und da hinten das Waschbecken, da. Das ist dann auch, da unten sind die Wasserkanister, das sieht man jetzt wegen den scheiß Reifen ja jetzt nicht, deswegen. Machen wir dann nochmal eine konkretere Aufnahme die Tage. Oder wir räumen die jetzt kurz alle raus. Sollen wir das machen? Das ging ja auch. Könnten die ja auch kurz rausräumen. Du räumst die Kamera kurz weg und dann haben wir es frei. Dann mache ich hier mal alles, wie das so mit dem Bett ist. Ja. Weißt du, einmal aufeinanderklappen. Ja. Dann weiß ich, ob es geht. Und dann kann man die Reifen wieder reinmachen. Und ja, lass das machen. Das ist besser. Dann lass die kurz ausmachen. Ja.